Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Shattered World mit dem Olli. Guten Tag. So, wir hatten ja hier das vor einigen Folgen das hier gebaut, ne? Diesen wunderbar funktionierenden Gas Turbine Controller mit dem ganzen Drumrum. Formschön, genau. Der hat noch einen ganz kleinen Upgrade bekommen, der hat nämlich noch einen Fuel Tank bekommen. Rezeptmäßig ist das überschaubar in Anführungsstrichen, ne? Also Clear Glass Panes, ein paar Tank Blocks, ein Fluid Tank und eine Emerald Fluid Pipe. Nicht ganz günstig, wissen wir auch, aber ist machbar, ist okay. Pfeift drauf. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann aufgrund dieses Fuel Tanks nochmal 16.000 Millibuckets oder auch 16 Buckets zusätzliches Ethanol in dem Teil. Gibt uns nochmal ein bisschen Sicherheit. So. Der Olli hatte in der vorvorletzten Folge irgendwann mal, wo wir den Buildcraft Editions Refinery aufgebaut haben, erwähnt, die Stills hier sind arschlamm. Hatte nicht ganz Unrecht, weil bis da aus der Biomasse irgendwann mal Ethanol geworden ist, da kriegt man alte und graue Haare. Ja. Für uns im Moment funktioniert es mit dem Aufbau, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe da kein großes Problem damit, es kommt genügend Energie raus. Die Capacitor Bank, die habe ich vorhin ein ganz kleines bisschen entladen, indem ich dann meinen kompletten Anzug mal geladen habe. Ist okay. Ansonsten würde ich sagen, ja, geht. Die eine Capacitor Bank, die hier oben sich zusätzlich geladen hat, die hat man ja gerade anderweitig noch verwendet. Gut. Aber jetzt kommt hier aus der Farm ja noch was anderes raus, in größeren Mengen. Wie wir hier sehen, haben wir 247 Stacks Oak Wood. Wo kommen denn die alle her? Sei es drum, ist auch egal. Wir werden ein bisschen was mit dem Oakwood machen. Und zwar werden wir das Oakwood, und jetzt lacht nicht über den Begriff, vergasen. Ja, nicht verkehrt verstehen. Das hat nichts irgendwas mit komischen alten historischen Geschichten zu tun. Nein, das ist eine nicht ganz unmoderne Technik. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, wie man mit Holz Energie gewinnen kann. Möglichkeit Nummer 1 ist, Streichholz ranhalten, wird warm, super, funktioniert. Möglichkeit Nummer 2, aber auch deutlich effektiver ist, mit einer niedrigeren Temperatur als Feuer das Holz zu erwärmen, dadurch entstehen Gase. Diese Gase kann man dann im Anschluss dran verbrennen und das ist effektiver, aber auch weniger. Ja, also das ist keine Technik, die irgendwo sich irgendein Hirngespinst ausgedacht hat und dann Minecraft-Mod draus gemacht hat. Nein, das ist echt reale Technik. Muss ich BDev wirklich mal loben? Hat er wirklich gut gemacht. So, wie funktioniert das Ganze? Naja, wir haben hier dasselbe Problem wie hier. Das kommt aus demselben Mod, Advanced Generators. Und die Modpack-Autoren um Olli und Olli selber. Wobei, zu den Rezepten muss ich ihn in Schutz nehmen. Er hat nichts mit den Rezepten zu tun. Nein. Ich bin immer schuld, egal was. Nein, du warst nicht daran schuld. Zumindest in diesem Fall nicht. In manch anderen Fällen schon. So, wir gehen einfach mal die Crafting Stations durch. Wie ihr seht, es ist heute ein kleines bisschen überschaubarer. Kleines bisschen. Punkt Nummer 1, wir brauchen einen Syngas Producer Controller. So, ich mache jetzt da unten mal meine Taschen etwas freier. So, frei. Frei von der Leber. Dich lassen wir da, dich nehmen wir mit. So, das richtig teure ist das in der Mitte der Draconic Core. Da muss man natürlich erstmal wieder an das Draconium Ingot rankommen. Haben wir euch aber schon gezeigt mit Händler und ich glaube 51 Eisenblöcke, die man abgeben muss, irgendwie in die Richtung. Bekommt ihr einen Seed. Mit dem Seed könnt ihr euch das Draconium selber züchten. Geht. Dauert halt, bis ihr die Blöcke habt. Ist klar. Aber geht. So, ansonsten ist das hier ein Emerald Chipset. Emerald und Redstone Assembly Table ist nicht das, was ihr am ersten Tag gleich machen könnt, ne? Diamond Wires und so weiter. Ja. Und hier seht ihr auch die. Nein, das waren sie nicht die harten Fluid Ducts, die anderen kommen gleich noch. So, damit haben wir den Syngas Producer. Möchtest du die Sachen aufbauen, dann gebe ich es dir. Oder wie auch immer. Mir wurscht. So, schwupp. Syngas Producer. Jawohl. So, zu dem Syngas Producer kommt eine sogenannte Heating Chamber. Heating Chamber sorgt dafür, dass das Holz erhitzt wird. Und dass gleichzeitig auch noch Dampf erzeugt wird, mit dem auch die Gase zusätzlich gelöst werden. Bestehend aus Stahlplatten, Kinetic Coils und einem Maschinenchassis. Gut, ein Heating Chamber. Den kriegst du gleich von mir, weil jetzt kommt nämlich noch was Wichtiges, und zwar ein Verhältnis. Im nächsten Schritt brauchen wir noch sogenannte Mixing Chambers.
Da wird quasi dann das Gas, der Dampf in das Holz eingeführt, eingepumpt, eingepresst, wie auch immer ihr sehen wollt, ist auch egal. Und das Verhältnis hier ist 1 zu 5. Das heißt, ein Heating Chamber kann 5 Mixing Chambers bedienen. Deswegen bauen wir auch gleich 5, weil wir wollen das hier effektiv machen. Ne? So, 1, 2, 3, 4, 5. Deswegen wird der Aufbau ein bisschen größer. Da ist er. Da ist der Uli. So, eine Heating Chamber, 5 Mixing Chambers. Bitteschön. Deswegen wird das Ganze auch ein bisschen größer. So, im nächsten Schritt brauchen wir noch ein Item Import Port. Warum ein Item Input Port? Ja, wir müssen irgendwas Holz reinkriegen. Und hier haben wir diese Impuls-Item-Ducts, für die ich nämlich dann auch den Fluid Transposer bzw. den Magma Crucible hinstellen musste. Weil sonst kriege ich die Teile hier nicht raus. Jo, Maschinen-Upgrade. Ja, da muss man ein bisschen dran craften, bis man das alles hat, nicht? Das ist halt nicht ganz so schnell geschehen. Aber ist okay, wir leben damit. Item-Input-Port nehmen wir uns. So. Falls du Conduits brauchst, die sind rechts von dir in der Kiste. Genau. Ja. So, das nächste, was wir brauchen, ist ein Fluid Intake Valve. Das Fluid Intake Valve dient bei uns dazu, um Wasser reinzupumpen. So, dazu brauchen wir eine Emerald Fluid Pipe, eine Golden Fluid Pipe, ein Invagier und nochmal ein Maschinenchassis. Haben wir das auch. Falsche Taste. So, bitteschön. So, jetzt müsste es plöppern. Jetzt hat er es. Sehr gut. So, nachdem wir Crafting Station. Ja, okay, das war die falsche. Die geht schnell auf. So, mit denselben Ingredienzien, nur in umgekehrter Reihenfolge Golden Pipe und Emerald Pipe, bekommen wir ein Fluid Output Valve. So, haben wir das auch. Bitteschön. The last one. Wir haben es. Tja. Flüssigkeit kommt schon rein. Items kommen auch schon rein. Ich muss immer schon mal draufklicken hier. Nein, Items kommen noch nicht rein. Okay, sehr schön. Hast du noch nicht aktiviert. Sehr gut. So, also Wasser. Entschuldigung. Das ist das Interface vom Syngas Producer. Und da muss man ein bisschen was dazu erklären. Wie das Ding funktioniert, weil sonst sagen alle, das funktioniert ja nicht. Nein, es funktioniert. Ihr müsst nur warten. Ja, ruhig bleiben. Punkt Nummer 1, Wasser braucht das Teil, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, das Ding arbeitet mit Dampf. So, wie produziert das Ding Dampf? Ich greife dir mal vor, während du verkabelst, Olli. Ist okay? Mach, ich hol gerade noch einen Filter. Okay. Da ist doch noch einer drin. In der Kiste. Oder? Verdammt, zu spät, ich hab mich weggeportet. Mann, Olli. Arachnophobie! Arachnophobie! Ja, Legendaris! Komm nur her, du Spinne. Komm nur her, du Spinne. So. Ich glaube, du spinnst. Ja, genau. So. Nehmen wir da noch ein bisschen Holz mit. So. Jetzt haben wir Holz. Also, das Ding kann man mit verschiedenen Sachen betreiben. Alles, was irgendwo ein Carbon-Value hat, mit dem kann man das Ding betreiben. Da wir hier keinen Zusatzaufwand betreiben wollen, mit irgendwie Holzkohle draus machen oder sonst irgendwas, verwenden wir das Holz direkt. Ach, jetzt hat er schon reingeschmissen. So, ich schmeiß einfach mal mein Stack da noch mit rein. So, aus dem Oakwood bei uns wird Carbon hergestellt. Es wird aber nicht richtig Carbon hergestellt, sondern es ist nur der Carbon Value quasi, der aus dem Oakwood extrahiert wurde. Ist egal. Muss man nicht unbedingt alles 100%ig verstehen, aber ist es so. So, aus dem Carbon wird jetzt quasi Hitze generiert. Das sehen wir da links. Die Hitze läuft langsam hoch und muss 200 HUs haben. HUs sind Heat Units. Wenn die Heat Units auf 200 gestiegen sind, taucht hier irgendwann Dampf auf. Ach, schön, Arachnophobie ist wieder vorbei. So, das dauert jetzt natürlich alles einen kleinen Moment. Währenddessen kann ich hier mal das da wieder zurückschmeißen. Weil der Olli hat ja hier schon angeschlossen. Und ich sag mal, bei 243 Stacks Oakwood kann das mal eine Zeit lang laufen. Wie sieht denn eigentlich die Farm aus? Ist die irgendwie gerade verstopft, leer? Irgendwie fehlt irgendwas? Nö. Fehlt nichts, läuft. Läuft rund. Kommt jetzt sogar Fertilizer, solange hier noch was drin ist. Und da sind 22 Stacks drin. Okay.
Alles klar. Das hält ein Weilchen. Ich hätte gesagt, wir sind hier an einem Status, wo man aus der Forestry Farm bald nicht mehr noch Sachen rauspressen kann. Aber ist okay. Wir arbeiten daran, noch mehr rauszupressen. Wie gesagt, wir haben es ja gesehen. Setzlinge, das ist noch so ein Thema, da können wir noch mal deutlich verbessern. So. Wir sind jetzt bei 112 Heat. Okay. Und wir müssen immer noch steigen. Mit ein bisschen Geduld und Ruhe steigt die Hitze. Ich bin gerade immer sehr begeistert, und zwar bei uns im Discord-Chat, übrigens sehr empfehlenswert, also wenn ihr bei uns zockt, schaut in den Discord-Chat. Einige von unseren Mitspielern posten da immer wieder mal ganz interessante Grafiken, muss ich sagen, von ihren Aufbauten und, muss ich sagen, coole Geschichten. Ja, wir haben uns heute schon mal über einen amüsiert, was heißt amüsiert, der gute André, hätte ich jetzt gesagt, auch bekannt als Trapper, hat uns seine Energieversorgung gezeigt, die von außen aussieht wie eine Riesenmelone. Ist coole Idee, muss ich sagen. Auf jeden so. Fall. Jetzt sind wir mittlerweile auf einer Temperatur. Ja. Die 25k Melone. Ja, genau, die 25k Melone. Wir wissen nicht, woher die 25k kommen. Es könnten 25k Melonenteile verwendet sein oder sie produziert 25k RF. Also er schreibt 25 Kilo 25K. RF. Genau. Optik. Okay. Also Advanced Generator auf Max. Genau. Na gut. Okay. So, wir sehen jetzt hier, Steam und Carbon wackeln etwas. Ja? Heißt, die Maschine arbeitet. Aus dem Carbon, das aus dem Wood gewonnen wird, entsteht quasi Dampf. Wird Wasser erhitzt und jetzt entsteht Dampf. Also ein Teil des Carbons, was wir da drin reinstecken, in Form von Holz, wird verarbeitet zu Dampf. Mittels des Dampfes wird quasi dann das synthetische Gas aus dem Holz extrahiert und füllt jetzt hier gerade einen internen Tank, der bis zu 32.000 Millibuckets beinhalten kann. Ah, hat nur kurz gehakelt, okay. Jo. Dieses Syngas, was kann man denn mit dem Syngas machen? Das Syngas kann man direkt mit der Gasturbine gleich weiterverarbeiten. Ja. Der Olli hat hier auch schon ein Conduit angeschlossen. Das heißt, wir könnten jetzt mit Ethanol oder mit Syngas den Generator betreiben. Falls das eine mal kaputt ist, keine Äpfel da sind, wie es im Moment der Fall ist. Ist ein bisschen dünn mit unserer Apfelschicht. Ich habe keine Ahnung, es wird zugucken. Hallo Schaf. Kuscheln. Oh, du bist so schön weich und kuschelig. Und du hast vorhin gebadet, nicht gebadet, okay. Du scheinst mich aber zu mögen, oder? Oder zeigst mir bloß dein Hintern? Ne, egal. Ich glaube, die will wieder raus. Ich werde sie dann noch rausführen. So, weg ist es. Was hast du da für eine Flasche in der Hand? Okay. Egal. Also. Eine moderne Form des Lassos. Oder eine magische Form des Lassos. Jo. Also, wir haben jetzt... Solvia, okay, das ist noch nicht mal die. Naja, wobei ist es eigentlich schon Magie, ne? Solvia ist eigentlich Magie. Ja, du willst Magie nennen, wenn du einen Schaf in eine Flasche stopfst. Eigentlich schon. Ja. Ich muss irgendwann bei Sky Factory dreimal eine Kuh in eine Flasche stopfen. Mal gucken. Kaune Javas, oder? Die Methode ist bösartig. Nenne ich die heutige Folge. Ich weiß, nee. Ich habe jetzt erstmal die Playlist wieder aufgearbeitet, ich bin noch nicht ganz durch. Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Also die Methodik, um eine Kuh in eine Flasche zu kriegen, ist deutlich bösartiger wie das, was du gerade gemacht hast. Die hat was mit großen Metallteilen zu tun. Okay. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Geschredderte Kuh. Da wird Stopfen, bekommt völlig neue Maßstäbe. Ja, okay. So, also. Das Syngas, was wir hier bekommen aus dem Syngas-Producer, packen wir aktuell in den Advanced Generator hier rein. Beziehungsweise um genau zu sein, die Gasturbine. Kann jetzt mit Ethanol oder mit Syngas produzieren. Natürlich im Moment ein bisschen, ein kleines bisschen unsinnig, geben wir zu, weil wir die weder das eine noch das andere jetzt komplett nutzen. Wir haben hiervon, ja. Die 17.000 Millibuckets Ethanol werden nicht weniger. Also das heißt, da kommt unsere Produktion gut nach. Ja, und vom Syngas her, der produziert halt Syngas, nicht? Und irgendwann ist die
Anlage voll und dann, ja. Gut, müssen wir mal gucken. Ich hätte gesagt, wir werden wahrscheinlich die Gasturbine hier ausbauen und werden, und das war auch Butzes Vorschlag vorhin, wir werden wahrscheinlich die Energie rausziehen aus dem Teil, werden sie in irgendwelchen Zwischenpuffern speichern und die Zwischenpuffer durch die Gegend schicken. Wie wir das machen, müssen wir nochmal gucken. Ideen haben wir auf jeden Fall dafür. So, bleibt dafür eigentlich noch was zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Das war eigentlich, also ganz so kompliziert ist die Maschine hier nicht, wenn man mal gesehen hat, wie sie aufgebaut wird. Wichtig ist eigentlich nur Heating Chamber und Anzahl der Mixing Chambers, 1 zu 5 bitte. Optimales Verhältnis. Alles mehr oder weniger ist kein optimales Verhältnis. Gut, wenn man das weiß und wenn man mal den Aufbau gesehen hat, ist das eigentlich kein Hexenwerk mehr. Gut, die Rezepte sind bei uns ein bisschen kritisch, aber ist okay, kann man damit leben. So, Vorteil für uns ist jetzt, wir verwenden das Holz, wir verwenden die Äpfel, wir verwenden die Saplings und aus diesen drei Komponenten machen wir uns Energie. Und das momentan, naja gut, momentan mit maximal 500 RF pro Tick, das wissen wir, ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Das Ding jetzt sparen? Welches Ding können wir uns jetzt sparen? Achso, den da. Sterling-Generator. Ja, den können wir uns eigentlich schon länger sparen, hätte ich gesagt. Du musst jetzt nur noch den Strom anderweitig rankriegen. Wahrscheinlich, indem du vielleicht die Gearbox abbaust und auf die andere Seite packst. Das wäre, glaube ich, die einfachste Methode. Oder wäre das zu einfach? Das wäre schon fast zu einfach. Aber ja, du okay. Hast recht. Ich habe nur einen Vorschlag gemacht. Ich gehe schon ins Eck. Ich gehe schon ins Eck. Nein, nein. Ich bin unschuldig. Dann wird das Ganze ja übersichtlich auch noch. Ja, ist schlimm. Am Ende kapiert auch jemand, was wir gemacht haben. Du, ganz ehrlich gesagt, wenn ich da bei unserer Community so drumrum gucke, ne, ich sehe viele unserer Aufbauten ähnlich oder leicht variiert bei vielen anderen. Also scheint es doch einige Leute kapiert zu haben. Ich könnte jetzt ganz böse behaupten, Hellamy hat heute behauptet, sie hatte etwas umgebaut und es hat danach wieder funktioniert und das ist aber was Technisches. Also, muss irgendwo. Es muss funktionieren. So, wie sieht's denn jetzt aus? Aktuell produzieren wir nichts und holen nichts raus. Naja, okay, es hält sich irgendwo die Waage. Gut. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir vielleicht bis zum nächsten Mal ein bisschen was noch... Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, überlegen wir uns was, oder bis zum übernächsten Mal, wie auch immer, dass wir da noch irgendwie die Energie von hier rauskriegen und irgendwie anders, anderweitig, ja, verschicken. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.